Hier ist wieder euer Beauty Guru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin eine 10. Ich hoffe, ihr folgt mir auch alle auf Instagram, Twitter, Facebook, StudiVZ, SchülerVZ, Elite-Partner und aber ihr wisst ja, ich hasse Selbstdarstellung. Ich hasse es. Oh mein Gott, ich liebe diese Videos. Es fühlt sich dann immer so an, als würden wir so einen richtig guten Talk haben, nur dass ich sehr viel sage und ihr halt gar nichts. Und ich weiß, ihr seid verwirrt. Und ich sehe mich mit meiner Wimper. Da draußen gibt es so viele verwirrende Seiten über Fitness, Ernährung und den Body. Also dachte ich, helfe ich euch einfach mal aus. Mit meinem brandneuen Ernährungstipp. Luft. Es gibt so viele Gründe, wieso wir nur noch Luft essen sollten. Du denkst, es hört sich an wie eine Diät? Ich würde es eher einen strikten Ernährungsplan nennen, mit der Absicht, später auszusehen wie ein Stock. Oh ja. Das ist die Shape, die ich will. Und dabei müsst ihr nicht mal auf gute Sachen verzichten. In einer herkömmlichen Chipstüte sind bis zu 30% Luft. Diesen Leckerbissen hast du bis jetzt verschwendet. Bah, wie konnte ich das jemals essen? Und Leute, euer Meal Prep wird ein Kinderspiel. Komm mit, ich zeig's euch. Mit. Scheiße. Und hier ganz kostenlos mein kleiner Kochtipp für euch. Ihr braucht erstmal eine Pfanne, dann braucht ihr natürlich Salz und Pfeffer. Wir brauchen eine Kelle. Außerdem brauchen wir einen kleinen Behälter für die Luft, die wir dann natürlich reinfüllen, so wie ihr es gerade sehen könnt. Alles rausdrücken, denn ihr habt großen Hunger. So, dann füllen wir halt ein bisschen Luft mit unserer Kelle in die Pfanne. Dann rührt ihr das Ganze einfach ein bisschen um, damit es nicht anbrennt. Und ja, dann wartet ihr 4 Sekunden. Oh wow, wie es brutzelt. Und es ist fast fertig, ja? Wundervoll. Wir sind natürlich ein bisschen würzig unterwegs und deswegen machen wir ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, aber nicht zu viel. So, und wem das Gericht ein bisschen zu dickflüssig ist, der macht ein bisschen Wasser rein, denn Wasser hat auch keine Kalorien. Hier habe ich jetzt gerade aus Versehen ein bisschen zu viel reingemacht. Wir wollen ja nicht übertreiben. So, jetzt können wir eigentlich schon anrichten. Ja, und dazu geben wir dann einfach unser wundervolles Gericht auf einen Teller. Ihr könnt alles aufessen, was ihr gekocht habt. Die Mengenangaben sind akkurat. Ja, und dann probieren wir mal. Kein Problem, Babes. Oh, oh heiß, oh. Diesmal blasig, das sollte man eigentlich immer vorher machen. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist das Beste, was ich jemals hatte. Das Allerbeste. Dieses Essen ist laktosefrei, fettfrei, vegan, vegetarisch. Es ist gluten... Oh, jetzt habe ich ein bisschen was verschüttet. Verdammt. Moment. Und ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin da, um euch durch alle Stadien von ich esse nur noch Luft zu helfen. Stadium 1 Verzweiflung. Stadium 2, 2 Wut. Stadium 3 schlimme Bauchkrämpfe. Und als letztes Tod. Aber dann stirbst du wenigstens dünn. Easy as that. Hole jetzt deinen Jahresvorrat Luft. Irgendwie habe ich schon wieder ein bisschen Hunger. Ach ja! Ach Leute, esst doch einfach, was ihr wollt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann ja außerdem meinen Channel. Bla bla fucking bla. Ach ja, und außerdem habe ich noch eine wichtige Message für euch. Also, Power. Woman. Wir brauchen keine Männer. Power. Woman. Woman. Irgendwo, weil wir nur Frauen sind. Be strong.